Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video gehe ich mal darauf ein, warum es sich manchmal lohnen kann, sich mit einem Handy selber zu filmen, um Vlogs zu erstellen, anstatt mit einer schweren Vollformatkamera und einem noch viel schwereren Objektiv. Es sprechen natürlich Vor- und Nachteile gegen die Nutzung eines Handys für Vlogs, aber auch viele Vorteile. Ich zum Beispiel bin ganz oft in der Natur unterwegs, um Landschaftsfotos zu machen und produziere davon ja Videos. Das heißt aber für mich, dass ich bei meinen Touren immer zwei Vollformatkameras mitnehme, mindestens zwei Objektive und zwei schwere Stative. Und das geht ganz schön auf den Rücken und weiß nicht, wenn ihr mal auf dem Berg wart und wisst, wie sich eine 15 oder 20 Kilometer Wanderung so anfühlt mit entsprechendem Gewicht, überlegt man sich schon, hey, braucht es denn wirklich zwei Kameras? Ist die Bildqualität und Tonqualität wirklich so viel besser? Und in dem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Handy eine sehr gute Bild- und Tonqualität hinkriegt. Ich habe zum Beispiel hier ein iPhone 10. Das ist jetzt 3 Jahre alt, aber die Videoqualität von einem iPhone reicht mir völlig aus. Ich kann hier in 4K filmen mit 30 Bildern pro Sekunde, also 30 Frames. Und bei Tageslicht ist es für mich immer noch ein wirklich gutes Bild. Aber was die Telefone nicht können, ist tatsächlich einen guten Ton ausgeben oder aufnehmen. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal in dem Video meine Lösung, welche ich präferiere, wenn ich keine schwere Zweitkamera mitnehmen will, sondern einfach nur mit dem Handy mich filme. Und da zeige ich euch jetzt auch mal den Unterschied. Ich spreche in die A7C gerade eben hinein. Die filmt mich mit dem 16-35 G-Master Objektiv auf einer 2,8er Blende. Und bin auf 35 mm. Das iPhone 10 in meinem Fall, steht direkt neben dem Objektiv, also direkt neben der A7C. Jetzt spreche ich ins iPhone herein. Ich habe extra zwei Mikrofone dran. Bei beiden Kameras, beziehungsweise bei der A7C und auch auf dem iPhone, habe ich ein Rode Wireless Go Mikrofon angebracht. Was sagt ihr? Ist die Bildqualität wirklich so viel schlechter? Bei Tag nicht zu vergessen. Bei guten Lichtverhältnissen. Ich bin relativ happy damit, weil das iPhone habe ich tatsächlich bei Tag immer dabei und es macht für mich wirklich einfach damit auch zu filmen. Ich bin damit super flexibel und muss nicht immer und immer zwei Kameras mitschleppen, um diese Videos zu produzieren. Natürlich ist die Qualität einiges besser mit der A7C, aber das iPhone reicht doch völlig aus. Gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Was ihr allerdings jetzt hört, ist guter Ton. Und den Ton seht ihr, den nehme ich hier ab mit einem Lavalier-Mikrofon, mit zwei Mikrofonen. Das hier gehört zu dem iPhone, das hier hängt an der A7C. Ich verwende für die Abnahme von dem Ton das Rode Wireless Go Mikrofon. Ich bin damit hoch zufrieden. Die Ansteckmikrofone sind ja Funkmikrofone, sind super. Ich kann mich bewegen, ich kann hier herumlaufen und der Ton ist da auf mehrere Meter funktioniert auch die Funkstrecke wirklich, wirklich zuverlässig. Ich bin damit super happy. Ja, das ist die eine Sache. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich mein iPhone noch etwas gepimpt habe, um mich auch selbst aus der Hand gut zu filmen. Ich filme mich mit der Standard-Video-App übers iPhone. Ja, da habe ich keine spezielle Filmic Pro-Software drauf. Das ist mir alles zu umständlich. Ich mache es einfach quick and dirty mit dem Handy. Also, die Video-App ist an. Dann schließe ich daran das Rode Wireless Go. Und um das zu machen, habe ich hier so ein von Ulanzi einfach so eine Handyhalterung. Ja? Und das mache ich dann einfach so. Ich stecke das iPhone hier so rein. Jetzt steht es hier noch auf dem Stativ. Drücke das zu und schon ist das iPhone hier fest drin. Ja, und ihr seht hier von Ulanzi gibt es diese Handyhalterung mit einem Kaltschuhadapter oder Blitzschuhadapter. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel, ich zeige euch mal, das Rode Wireless Go, das Mikrofon. Das kann ich hier ganz easy so anschließen. Zack, hält. So, jetzt gibt es eine Sache zu beachten. Das iPhone braucht hier dieses Kabel, dieses Verbindungskabel. Das kostet 10 Euro, damit ich hier den Aux-In hier anschließen kann. Das heißt, dass mein Mikrofon muss ja hier irgendwie verbunden sein mit dem Handy und es geht bei den neueren iPhones nur mit diesem Adapterkabel. Kostet 10 Euro, kommt da rein. So, hier ist der Sender von Rode. Hier habe ich mein Lavalier-Mikrofon angeklippt.
hier oben an der Brust. Und um den Empfänger hier an dem Handy anzuschließen, braucht man nochmal ein Adapterkabel. Und zwar bietet das Rode selbst an, kostet auch wieder 10 Euro. Und das heißt SC7 und ist ein TRS auf TRRS Kabel. Ja? Wenn ihr das nicht habt, wird das Rode keinen Ton aufnehmen. Den grauen Stecker, den schließt ihr dann hier an, zack. Und den schwarzen, der kommt hier ins Adapterkabel von Apple rein. So, und dann hat man hier schon ein ganz vernünftiges Setup. Wenn man jetzt dann hier oben 2 Sekunden draufdrückt und auch auf dem Sender 2 Sekunden draufdrückt, kommt hier wirklich ein vernünftiger Ton rein. Ihr habt es ja gerade gehört. Und ich zeige euch jetzt auch nochmal eine pfiffige Methode, wie man im Gehen sich zum Beispiel filmen kann. Da habe ich von Manfrotto so ein Mini-Stativ. Ich glaube, das heißt Pixie oder sowas. Da kann ich jetzt hier schön das Handy hier oben anbringen. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, mich selber zu filmen. Ich kann das hier sogar noch ein bisschen rausfahren. Und dann kann ich so in die Kamera zu euch sprechen, habe ein vernünftiges Bild und einen guten Ton. Die iPhone-Kamera, meine zumindest, hat so circa 35 mm und das reicht mir eigentlich aus, damit ich ganz gut zu sehen bin. Ich möchte auch nicht die andere Kamera nehmen, weil die einfach schlecht ist bei dem iPhone. Die Rückkamera ist einfach besser, mit der filmt sich es auch besser. Das Bild ist einfach viel, viel schöner. Der einzige Nachteil ist halt nur der, ich sehe mich jetzt nicht, wenn ich mich filme. Da habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte ich denn machen, um mich selbst zu sehen. Und da habe ich jetzt als erstes mal an einen Spiegel gedacht. Dann zeige ich euch mal, warum das nicht funktioniert. Ich habe mich bei meiner Frau im Bad mal umgeschaut und habe hier so ein, aus ihrem Schminkkästchen hier so einen schönen Schminkspiegel gefunden. Ich habe mir gedacht, ich klebe den einfach hierher und dann habe ich ja so eine Art Selfie-Spiegel. Aber es funktioniert nicht, weil der nicht weitwinklig ist. Es funktioniert nicht. Ich sehe mir da einfach zu nah. Man sieht jeden Pickel, aber ich sehe nicht dasselbe, was die Kamera aufnimmt. Also fällt ein Schminkspiegel komplett aus. Dann habe ich mal in meinem Kulturbeutel nachgeschaut. Dann habe ich hier noch so einen Spiegel und dachte mir, vielleicht kann ich den ja zurechtschneiden, den hier drunter kleben. Aber auch hier bin ich viel zu nah dran. Diese Spiegel, die vergrößern zu sehr. Was ich im Internet gefunden habe, sind so Plastikspiegel, aber die wollte ich nicht unbedingt. Ich will eigentlich einen Glasspiegel und habe noch nicht den richtigen gefunden. Da muss ich mal gucken. Was aber geht, ist, ich habe ja immer meine Apple Watch dabei, meistens, wenn ich draußen bin. Was geht, ist ganz pfiffig, das habe ich selber auf YouTube entdeckt. Die Idee stammt nicht von mir, zeige ich euch. Man kann die Apple Watch nehmen, die hier einmal so umlegen. Warte mal, ich habe hier, ich glaube, in der dritten Stufe kann ich das hier schön so rumhängen. So. Und geht hier auf den Auslöser. Und die öffnet jetzt eigentlich die Kamera. Boom. Seht ihr das? Ist das nicht geil? Und hier mit der Apple Watch kann ich das Bild hier wirklich starten, stoppen und sehe genau das, was die Kamera sieht. Ist das nicht geil? Ich starte die Aufnahme, ich kann alles erkennen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Von Vorteil sind bestimmt auch die neuen Apple Watches, weil die etwas größer sind. Die ist jetzt auch 4 Jahre alt, aber damit komme ich super gut klar. Gerade wenn man mit so einem Mini-Stativ umherlaufen möchte, ist es echt von Vorteil, dass man sieht, ist man wirklich im Bild oder schneidet man den Kopf komplett ab oder filmt man eher in den Himmel rein. Also ist tatsächlich eine sehr elegante Lösung. Wenn man eh eine Apple Watch hat und ein iPhone, funktioniert diese Kombination für mich sehr gut. Ja, man muss sich eben nur bewusst sein, wenn man mit einem Handy sich so in der Art filmen möchte, in 4K braucht man auch relativ viel Speicherplatz auf dem Handy. Das sollte verfügbar sein. Und je nachdem, wie gut der Akku ist, muss man auch vielleicht sogar eine Powerbank mitnehmen. Wenn ich das Handy jetzt ins Hochformat bringe, springt das Display auf der Uhr auch um. Also man sieht sich zu jeder Zeit gut im Display und es geht hier ganz vernünftig mit der Apple Watch. Also ich bin relativ happy mit dieser Lösung, wenn ich keine zweite Kamera mitnehmen möchte. Seht ihr eigentlich so krasse Bildunterschiede und was macht der Ton zwischen iPhone und der A7C mit dem G-Master Objektiv? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, eure Meinung darüber zu hören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like fürs Video. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.